Hallo Leute, weiter geht's bei The Last of Us Part 2 Remaster. Wir sind mitten in Seattle und immer noch müssen wir Benzin auftreiben. Wir waren schon letzte Folge in einer Synagoge. Da haben wir schon mal einen leeren Wo Kanister bist du? gefunden. Da hinten ist was. Und ja, wir nehmen hier alles unter die Lupe. Hier ist ein Safe, Use Gate Code. Okay, das ist hier Gate 2. Wo haben wir das nochmal? Briefe, Karte von CRT, E6 Befehle. Wo haben wir es denn? Das Karte von Seattle, Brief von Isaac, Brief. Hä? Wo ist das Dokument hin? Ja, das ist das. Das ist mir schon klar. Aber das habe ich doch vorher gefunden. Ah, da haben wir es. So, wir sind bei West 2. Das, oder? West 2 war es, glaube ich. 0451. Okay, ich checke es noch nicht ganz. Warte. Gate Rest 2. Aber die sind doch immer sechsstellig, oder nicht? Ah, ne, der nicht. Okay, dann 4. Ja, passt. Und 51. Mann. Ja, toll, ne? Und das lohnt sich. Schrauben und. Plünderungsaktion. Alles Oh, 20 ausgepackt. Zusätze. Und eine Karte, die ist mir ja nicht so wichtig. So, hätten wir das hier auch abgecheckt. Wie viel Zusätze habe ich? 78. Dann können wir uns unsere Gesundheit leisten. So, was wäre denn das nächste? Lauschmodusbewegung, Geschwindigkeit. Und das andere? Verbesserung für Nahkampf, schnellere Fertigung, Rauchbomben, verbesserte Medikits. Ja, wir gehen, glaube ich, in den zweiten Strang. Als nächstes. So. Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Ja, da Woher gehen weißt wir du dann das? gleich auch mal rein. Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Ja, da oben. So, können wir denn durch den Haupteingang da rein? Weil in dem Gebäude soll sich ja das Benzin befinden. Tja, das war wohl Kann nix. auch klappen. Suchen wir weiter. Okay. Alternativen Eingang suchen. Was war das? Irgendwie muss es ja reingehen, ne? Ich wusste das mal. Mittlerweile sind 3,5 Jahre vergangen. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Hörst du das? Ich Ja. höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Gucken wir mal, ob wir von hier oben da reinkommen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Da kann ich auf jeden Fall mit was interagieren. Machen wir mal. So, und da unten bewegt sich schon einer. Das ist ein Klicker. Noch mehr hier zugegen? Ja. Habe ich was zum Werfen? Ich habe einen Stein. Was war das? Okay, Dina war das.
In Notfall habe ich meine Schrotflinte. Habe ich die ausgerüstet? Ja. Aber kümmern wir uns um den Sportsfreund. Er ist alleine. Und auch wenn du ein Klicker bist, alleine bist du keine Gefahr. An der Geräuschkulisse gibt's hier mehr. Dina, geh aus dem Weg. Ellie, du sollst ja nicht draufklettern. Du solltest einfach nur aus der Hocke raus. Gehen, das ist ein Runner. So, du gehst nach da hinten hin, okay. Komm, 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 komm. Ah, Klicker. Schnappen wir uns mal. Und da ist noch jemand, aber der ist anscheinend beschäftigt. Und da in den Raum war einer. Schnell aus den Radius raus, bevor der mich sieht. Oh oh, er hat was gehört. Ich war zu schnell. Juhu! Lauf mal ein bisschen langsamer. So. So, und dann war in den einen Raum noch einer drin. Der hat mich kurzzeitig gesehen. Zum Glück nur kurzzeitig. Wo bist du? Da hinten. Noch mehr? Sieht erstmal nicht so aus. Ah, okay. Ich glaube schon. Hurra. Suchen wir das Benzin. Jupp. Okay. Dann war's das mit zu sein. Bestimmt cool. Invizierten. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Wow, okay. Das Messer bewirkt aber auch, dass jemand vielleicht auch lügt, um seine Haut zu retten. Okay, hier scheint sonst nichts weiter zu gehen. Hier ist eine Tür. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Ja, da ist ja auch die Vollkatastrophe ausgelöst worden. Als sie, wie alt war sie? 14 oder 13? So, hier gibt es, glaube ich, wieder einiges zu finden. Leere Schubladen erstmal, aber das ändert sich, glaube ich, noch. Was echt Übles passiert. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Nachdem wir uns hier umgesehen haben, Fräulein. Nope, da gehen wir nicht rein. Meine Lampe ist ausgegangen. Oh, da ist ein Zettel. Benny, die WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Fedra nicht verlässt, kann dich nichts mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Markmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst.
Diese Leute wollen nur etwas zu essen für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhexung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr am Rusten Café. Allein, bitte komm. Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra wahrscheinlich. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Moment, ich habe nicht kontrolliert, ob man den umdrehen konnte. Nein, den konnte man nicht drehen. Okay. Zu, das heißt wahrscheinlich, von hier aus kommen wir dahin. Ein Safe. Okay, ich brauche eine Kombination. Ich kann es auch so rausfinden. Aber wir werden irgendwas finden. Oh, Das Messer. könnte nützlich sein. Ah, ich glaube, ich habe die Kombination schon. Nur für den Sicher. Dienstgebrauch. Federal Disaster Typ Response 1 Federal Agency. Commando. Bericht für das Federal Zentralkommando. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir Trotz aller müssen Anstrengungen vorsichtig sein. wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Dann haben wir Liberation es wohl. Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen in der Stadt verloren. Die Notfallpläne wurden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer ersten Kräfte aus der QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier die Stellung behalten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und die Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren Tausend versorgen und unterbringen kann. Sollen sie sich doch um den Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern, sobald die sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen. Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand für sie jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünsche fast, ich könnte dabei sein. Okay. So, ich nehme mal stark an, dass der Code ist. Da steht auch Code dran. Erinnerung, alle von Verdächtigen konfiszierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist 860722. Okay. 860722. Kann ich mir das merken? Ah, das Dokument lese ich gleich erst, sonst vergesse ich das mit dem Safe. Okay, das ist voll. Dann muss ich gleich was craften. Okay, 86 04 22 war das. Was? Und nein. Aber 36 war richtig. Ja. Dann passt das 04 nicht. War es 07? Ja, 07 war es. Siehst du? Vor kurzem erst gelesen, schon vergessen. Mann. So, ah, leider nicht so viele Schrauben, aber eine Menge Zusätze. So, jetzt müssen wir irgendwas craften, weil ich zu viele Putzlappen habe. Wir craften mal einen Mollo. So, jetzt lesen wir das hier noch. Was ist das? Na. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterrororganisationen. Jetzt sind schön alle durchgestrichen. Ich lasse das jetzt mal eine Weile da. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Wer das lesen will, kann das Video pausieren. Die Patterson und Chance sind tot. Dioxin ist nachgerückt. Er ist unser wichtigstes Zielbild, Sergeant Ward. Also einen richtigen Namen kennt man da. Isaac Dixion. Den Namen haben wir schon gehört. Die restlichen nicht. Okay. Haben wir hier alles? Dann gucken wir gerade noch, ob hier was ist. Ich glaube, das war nicht der Fall. Nee. Dann geht's runter ins Parkhaus. Na komm. Hallo, ich drücke doch. Okay. Vorsichtig. Ich bin nicht in die Richtung gesprungen.
Igitt, hier ist Wasser. Ist da hinten noch einer? Wo hast du hingeschossen, Dina? Achtung! Ach da! Hoppala! Der Revolver hat einen ganz schönen Rückstoß. Ich höre einen Klicker. War's das? Okay. Scheiße. So, jetzt kann ich wieder auf Pistole wechseln. Ich habe mit dem Revolver nämlich jetzt genauso wenig Munition. Aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. Erstmal gucken wir, was die guten Freunde hier alles fallen gelassen haben. Den Molo habe ich ein bisschen verschwendet. Ich habe nur einen erwischt. Aber ich dachte, die wären enger zusammen. So, wie viel Gewehrmunition habe ich? Auch 4. Okay, dann können wir erst bei der Schrotflinte bleiben. Da ist das Benzin anscheinend. Ah, hier scheint... Oh, Moment, vielleicht ist da vorne noch was. Hier nicht wieder raus. Ja, müssen wir ja auch, glaube ich, nicht. So, gucken wir mal, ob wir mehr Erfolg haben. Und warte. Wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Verschrei's bloß nicht. Ja. Fedra-Tor wartet auf uns. Noch nicht ganz. Wir sind in Seattle noch nicht ganz fertig. Kommen wir jetzt hier raus? Hm. Dina, ich komme. Komm schon! Okay, lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. So, Schimmer wartet schon. Tor. Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. Ja, Dina, beeil dich! Alles wartet auf dich! Vorwärts, Schimmer. So, jetzt muss ich mich kurz umgucken. Da war der Eingang, okay. Hast du Heimweh? Ich musste mich kurz orientieren. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer... von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Das hatte sie, glaube ich, schon auf der Karte markiert hier, ne? Da muss man irgendwie rein können, ne? Nein. Das klingt eigentlich. Ja, genau. Das ist das Café. Ja, wirklich. Das Café scheint aber nicht. Ja, okay. Wir machen uns einen Eingang. Was haben wir da? Hey David, such in uns einen alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Sierra Viana. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns darum, Mike. Ja, Benzin habe ich schon. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt
wie verbrannte Scheiße. Ja, genau so ist es. Oder Kotze. Ja, von wegen. Ich bin kein Kaffeetyp. Und werde es nie sein. Oh, Zusätze. Nehme ich mit. Oh, Alter. Nicht weit. Das war ein gemeiner Jumpscare. Ja. Da ich ihn kenne, nicht ganz so furchtbar. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich ordentlich erschrocken. Was haben wir hier? Hm. Barkos. Scheint irgendein Laden zu sein, oder? Den wir hier noch finden können. 906, das merken wir uns mal. Das könnte wieder ein Safe sein. Hier, ein Schlüssel. Ach, zeichnest du gleich ein, wo das ist? Steht drauf. Sehen wir doch mal nach. Ja, zeig mal her. Wo ist das? Hallo, ich drück. Oh, das mit der Share-Taste, das nervt so. Ja. Das ist unter dem Gerichtsgebäude. Okay. Ich glaube, da waren wir schon. Das glaube ich auch. Da ist die Karte zu Ende. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Dass man die Share-Taste so lange drücken muss, ist ein bisschen nervig. Aber wir gehen mal vorne auf die Brücke hin. Da könnte was sein. Eine Leiche auf jeden Fall. Aber sonst nichts weiter. Da müssen wir unten auch noch hin. Aber erstmal wollen wir zu... Ja, da unten hin, was sie eingezeichnet hat. Das ist nicht so weit weg. Das machen wir heute noch. Ist auch, glaube ich, nicht so riesig. Und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann sollten wir hier in Seattle auch fertig sein. Moment, das war der Eingang ins Gerichtsgebäude. Da muss ich nicht hin. Das ist, wenn du von der anderen Seite kommst. Hier haben wir noch was. Was ist das? Eine Tasche. Ja, nimm die auf! Gavin, Derek hat letzte Woche Probleme mit einer kaputten Fenster und er hätte sein verdammtes Bein verloren, wenn wir nicht schnell in die Serverna gebracht hätten. Ich habe jetzt ein paar Vorräte an verschiedenen Orten im Zentrum verstaubt. Für zukünftige Notfälle, gebrochene Beine, Infizierten, dem Mist, den Derek immer passiert. Und was weiß ich. Wo hattest du doch ohnehin zum West 2 Kontrollpunkt? Kannst du da die Vorräte wieder auffüllen? Das Tor wurde seit Jahren nicht benutzt, aber die Kombination ist der alte Code für West 2, Allison. Ja, das ist der Safe, den wir am Anfang der Folge geholt haben. Okay, ein Zusatz. Ja, Mollo können wir herstellen. Dass wir das mitnehmen können. Ah, da ist das Weiner Hotel. Man sieht es von Weitem.
So, und jetzt müssten wir eigentlich langsam mal. Oh, das ist ein Feuerwehrauto. Ah, das ist das, wofür ich den Schlüssel brauche. Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Ja, gucken wir mal. Das sind einfach nur Zwischengänge, ne? Jupp. Schau mal, du musst draußen warten. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Ja, ein Versteck von denen wahrscheinlich. Was haben wir hier? Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja, ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Schrauben? Eine Werkbank haben wir ja auch hier in dem Gebiet schon gefunden. Die können wir, wenn wir in Seattle komplett fertig sind, mal aussuchen. Wir haben schon einiges an Schrauben gesammelt. Was ist das? Ein Feuerwehrschlauch oder was soll das sein? Ah ne, eine Schnalle. Wie komme ich auf Feuerwehrschlauch? Wir Egal. und Ghost würden das lieben. Was macht sie damit? Gewehrholz da. Achso, jetzt habe ich kann ich zwei Waffen hier tragen und kann muss die Waffe nicht wechseln. Bisschen Pistolenmunition wäre auch wieder nicht schlecht. Beziehungsweise allgemein Munition. Ich habe nicht mehr so viel. Da ist noch irgendwie was. Sie halten uns für Was ist Schafe, das? zeigt die Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. In Aber den Moment, das letzten konnte man Wochen, da gab wenden. es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Kommt zur Washington Liberation Front. Okay. Nicht so wichtig gewesen, die Rückseite. So, dann haben wir, glaube ich, alles hier, ne? Habe ich irgendwas übersehen? So besonders war es jetzt hier nicht. Klar, ein paar Zusätze und sowas. Ja, okay, und die Schnalle. Ja, okay. Ich nehme alles wieder zurück. Aber das scheint es hier dann gewesen zu sein. Ich glaube, hier haben wir alles. Ja, Ellie sagt auch, dass wir alles haben. Da waren wir schon. Okay, da müssen wir noch nächste Folge den Rest machen. Da zum Feuerwehrauto und unten zum Fluss können wir uns noch umsehen. Da gibt es noch ein paar Sachen. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.